Hi und herzlich willkommen zum zweiten Video von Mein Weg zur ersten Million. Ich bin Andres und heute erzähle ich dir einmal ganz kurz, wie das Ganze so gestartet ist. Ja, ich war mit einem Freund unterwegs, mit dem Tim. Den lernst du im weiteren Verlauf von dem Kanal hier auch nochmal kennen. Und zwar saßen wir da abends mal in so einer Burgerbar, haben Burger gegessen und dann auf einmal erzählt er mir von einem Kumpel. Der hat angefangen, Häuser zu kaufen und der Kumpel, der war eigentlich noch relativ jung, ich sag jetzt mal so 25. Mal einfach mal so geschätzt. Ja, dann hat er ein Haus gekauft, dann irgendwann noch eins, dann kam wieder eins und das Intervall zwischen den Hauskäufen, das wurde einfach immer, immer kürzer, so dass die jetzt mittlerweile schon er mit seinen Eltern zusammen dabei angekommen ist, jeden Monat ein Haus zu kaufen und ich habe das überhaupt nicht verstanden. Ich dachte, wie geht das denn? Entweder haben die richtig viel Kohle auf dem Konto oder keine Ahnung, wie soll das funktionieren? Und dann hat mir der Tim erzählt, ja, da gibt es so einen Typen auf YouTube. Alex Düsseldorf Fischer, guck mal, guck dir das mal an, was der da zu erzählen hat. Ja, dachte ich, okay, guckst du dir mal an. Habe ich mir die Videos angeschaut. Ja, und dachte mir so, naja, also ich habe mir zwar auch schon mein erstes Haus gekauft, wohne aber selber drin und habe da aber ehrlich gesagt so ein paar Sachen erfahren, die ich so vorher gar nicht gesehen habe. Und dachte mir, eigentlich eine ganz interessante Sache, wie man so ein Haus kauft, das wusste ich ja eigentlich schon. Und ja, dass man das Ganze aber auch ohne Eigenkapital machen kann. Also ich habe ja die Kaufnebenkosten habe ich ja selber finanziert, wusste aber gar nicht, dass es Wege gibt, das auch mitzufinanzieren. Und dann dachte ich erstmal, also den Kanal, den abonniere ich erstmal und habe mir erstmal alle möglichen Videos dazu reingezogen. Ja, und dann habe ich mir natürlich auch direkt das Buch bestellt. Das ist hier von Alex Fischer, Reicher als die Geissens nennt sich das, in 5 Jahren. Nee, mit 0 Euro Startkapital in 5 Jahren zum Immobilienmillionär. Also auch ein ziemlich reißerischer Titel. Habe ich mir so ein bisschen abgeguckt bei meinem, also von meinem Kanalnamen, den habe ich mir so ein bisschen abgeguckt von dem Buch. Und ja, wenn dich das Ganze interessiert, mache ich dann auch noch mal im nächsten Video eine kleine Buchempfehlung und erzähle einmal kurz, worum es in dem Buch geht. Ja, und mich hat das auf jeden Fall ziemlich inspiriert, dieser Kanal vom Alex Fischer. Den Kanal kann ich dir auch nur wärmstens ans Herz legen, wenn es dich interessiert, wie du mit Immobilien reich wirst oder erfolgreich. Und ja, auch ganz viele andere Sachen erfährst du. Also in dem Buch zum Beispiel, da steht relativ wenig über Immobilien drin, aber ganz, ganz viel über Mindset. Und ja, ich bin dem Tim auf jeden Fall ziemlich dankbar darüber für den Tipp, weil dieser Tipp, wobei es einfach nur so beiläufig erwähnt war, beim Burgeressen hat doch viel bei mir verändert im Leben. Und ja, deswegen eben auch dieser Kanal. Deswegen habe ich es mir jetzt eben auch als Ziel gesetzt, in 7 Jahren zum Millionär zu werden und eben die finanzielle Freiheit dadurch eben zu erlangen, von niemandem mehr abhängig zu sein. Und ja, wenn dich das interessiert, dann lass gerne mal ein Abo da. Wenn du Fragen hast, schreib es in die Kommentare rein. Und ja, bleib einfach dran und sei gespannt aufs nächste Video, wo ich dann eben noch mal genauer aufs Buch eingehen werde.